Hey Moonies, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses Mal möchten wir euch was ganz Besonderes vorstellen, und zwar ein neues Proplica-Produkt, und zwar die Chibi Moon Compact, also quasi oder sprich die Brosche von Sailor Chibi Moon aus der vierten Staffel. Die erschien vor kurzem von Proplica, und wir schauen uns mal an, was kannten die Brosche alles, und berichten euch darüber. So, wenn man die Box öffnet, erwartet man eigentlich das Gleiche wie von den anderen Broschen von Proplica. Erstmal gibt es eine Gebrauchsanweisung. Die schauen wir uns mal an. Die ersten waren ja nur rein auf Japanisch. Teilweise gibt es die schon mit englischer Übersetzung. Ja, schaut gut aus. Man ist hier schon internationaler und erklärt die Hauptfacts. Weil teilweise sind die Soundeffekte so versteckt, dass man erstmal wissen muss, okay, ich muss diesen Modus und diesen Modus ändern, damit ich dann alles hören kann. So, dann hier drin liegt das Prachtstück. Dazu gibt es diesen Aufsteller, da kann man die Brosche dann so reinlegen und dann für die Vitrine bereitstellen. So. So. Hier sieht man es, sie funkelt sehr schön. Dann kann man sie hier aufmachen. Sogar mit einem kleinen Spiegel. Und hier der Stern ist der Knopf dafür, dass sie angeht. So. Hinten kann man es dann öffnen, damit man die Batterien einlegen bzw. aktivieren kann. Ich habe die Brosche schon mal ausgepackt, damit ich sie teste, damit ich euch dann zeige, was die alles kann. So, hier hinten muss man sich für einen Modus entscheiden. Ich will Modus 1, also swipe nach links und sie ist schon aktiv. So, dann öffne ich sie und drücke hier drauf. Das Besondere ist hier, die original japanische Synchronsprecherin von GBUSA aus der 90er-Serie hat die Takes neu angesprochen, und hier hat sie einen Monolog wiedergegeben aus der Serie selber, wo sie quasi die Liebe ihrer Eltern bewundert. War sicherlich eine Schlüsselszene für die japanischen Zuschauer, weswegen das in Erinnerung geblieben ist. Wenn ich nochmal draufklicke, glaube ich, kommt das Gleiche. Nein. Kommen verschiedene Ansagen. Jetzt sind wir wieder beim Anfang. So, jetzt wechsle ich mal, indem ich hier draufklicke. Dann kommt die Verwandlungsmelodie. Wenn man nochmal draufklickt, beendet es und nochmal. Ich kämpfe für Liebe und Gerechtigkeit. Das ist quasi die Instrumentalversion der Kampfansage. Und das Ending darf natürlich auch nicht fehlen. Das war ja eh so eine Chibi Moon geprägte Staffel, die vierte Staffel. Persönlich hatte ich immer so das Gefühl, Chibi-User lernen jeden Tag eine neue Lektion für ihr Leben. Nein, ist der echte Song. Nochmal. Das ist quasi die Melodie, bevor Pegasus erscheint. Für Pegasus Hilf. Den Twinkle Bell. Und nochmal. Jetzt haben wir wieder beim Anfang, oder? Ja. Dann wechsle ich mal den Modus auf 2. Hier sieht man es mit den zwei Punkten. Ich fange mal wieder von hinten an.
klingt noch gleich. Klingt auch gleich. Und der Song. Und Pegasus. Ja. So, dann schauen wir mal, was sich geändert hat, wenn wir auf den Stern klicken. Hat sich da auch nichts geändert? Nee. So, und dann ist natürlich immer interessant, wie kann man diese Modis freischalten? Und deswegen schauen wir uns mal die Gebrauchsanweisung an, ob es da noch was gibt. Aha. Es gibt hier vorne noch ein Geheimnis. Und zwar, wenn man hier oben den Stern klickt. Moon cries. Nochmal. Sie bittet jetzt Pegasus um Hilfe. Und die Kraft. Sie fordert Sailor Moon auf, sich auch zu verwandeln. Und jetzt müssen die gemeinsame sein. Nein. Gibt's nicht. Die Kampfansage. Nochmal. Sie bittet Pegasus wieder um Hilfe. Ich glaube, wir sind durch. Nee? Gab es den Soundeffekt? Pegasus? Helios redet mit dir? Aber ich glaube, jetzt sind wir durch. Ja. Wir ändern wieder den Modus nach links auf Modus 1 und dann schauen wir mal. Nichts Neues. Das hatten wir schon. Nee, dann müsste es alles gewesen sein. Ich schaue noch mal in die Beschreibung. Genau, hier ist es eigentlich sehr schön beschrieben auf Englisch, was bei jedem Knopf zu hören ist. Da macht es wieder Sinn, denn ich persönlich hätte den Stern hier oben beziehungsweise den Mond im Stern nicht gesehen. So, ich schalte jetzt hier wieder die Batterie aus und verpacke es wieder. Ja, das war sie, die Chibi Moon Compact. Wenn ihr Chibi-User-Fan seid, dann ist das natürlich ein absolutes Muss. Ist auch sehr schön nachempfunden und es glitzert wirklich sehr, sehr schön. Also, kann ich nur empfehlen. In diesem Sinne, vielen Dank an Heo für die Bereitstellung des Produktes. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und schreibt doch einfach in die Kommentare, was ihr eigentlich von der Proplika-Reihe haltet oder was ist euer Lieblings-Proplika-Stück. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.